Moin Moin, ja, da sind wir wieder, Vlog, und die Position ist genau so wie letztes Jahr. Wir sind heute wieder frühmorgens, nicht ganz so, und wir sind mal wieder auf dem Weg nach Aurich. Wie letztes Jahr, wir haben es geschafft und diesmal hoffentlich ein bisschen ausführlicher, der Vlog. Wir sehen uns dann im Weiteren und ich bin immer noch ziemlich müde. Jo Leute, wir melden uns aus Aurich. Ja, ich werde einfach jetzt mal so ein bisschen reden, wie hat uns der Tag gefallen. Also für meine Seite, es gab einige positive, einige negative Momente, aber wir sind jetzt echt zufrieden im Hotel und ja, damit gebe ich an Tim weiter. Jo, also für mich ist das ja jetzt das erste Mal hier in Aurich und ich war erstmal am Morgen direkt überrascht, wie schwer es für Benjamin ist, Bahn zu fahren und die S-Bahn nach Hamburg zu finden. Das war schon eins am Tag. Naja, als wir dann da waren, Essen war, hätte ich gesagt, okay, aber der Programmpunkt heute war, ich würde nicht sagen überflüssig, aber wir haben uns halt letztendlich die Filme der Mitbewerber angesehen, ja, was stimmt. Wir auch schon im Vorhinein auf YouTube getan haben. Und daher, weil heute auch abends nicht die Preisverleihung ist, was ich eh komplett dämlich finde, weil man den abends wenigstens noch feiern kann, wenn man gewonnen hat, kann man trotzdem, also by the way, aber... Okay. Naja, auf jeden Fall, weiß ich nicht, ich finde den Tag, also es hat trotzdem Spaß gemacht, aber hätte man anders gestalten können. Und jetzt macht Nick das mal weiter. Ja, also es ist wie für alle anderen außer Benjamin auch das erste Mal für mich hier in Aurich. Zuerst einmal, also die Anfahrt ist ziemlich langwierig und nervig, da man auch noch mit dem Bus fahren muss. Dann der Programmpunkt hat sich sehr in die Länge gezogen, da es halt in unserer Alterskategorie 8 bis 10. Klasse sehr viele Filme gab, wodurch das halt sehr langwierig war. Und ich hätte auch, so wie Tim schon gesagt hat, die Preisverleihung direkt am heutigen Abend gemacht. Das ergibt sich irgendwie besser, aber ja, jetzt am Ende gab es noch ein paar nervige Probleme mit dem Hotel. Das hat irgendwie ziemlich lang gedauert. Ja, aber ansonsten alles sehr cool hier. Und jetzt Henning einfach mal weiter. Ja, also ich freue mich auch, dieses Jahr hier mit dabei zu sein. Ja, also was mich vor allem sehr freut, ist, dass wir dieses Jahr auch ja, mit Merch dabei sind. Das werden wir vielleicht nochmal zeigen. Wir haben auch alle das T-Shirt. Das heißt, morgen bei der Preisverleihung der Filme, wenn wir dann überhaupt dann nochmal auf die Bühne kommen dürfen, können wir dann unsere T-Shirts zeigen. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich das schon mal. Und der heutige Tag war für mich im Gesamten so sehr gut. Mir hat das sehr gefallen hier, auch dass wir eine Führung bekommen haben, sodass wir wussten, wo was ist. Am Abend, ich weiß nicht, bekommen? Nee, also diese Wegweiser, das fand ich sehr gut, ja, also ja, die uns eben gezeigt haben, wo was ist. Und ja gut, das war ein Pfeil, aber ja, wie auch immer, auf jeden Fall, das fand ich gut. Und jetzt auch am Abend, das wie hieß der nochmal, der mit uns den der den Film gezeigt hat, ja, Mark Wagner, ja, genau. Ich fand das von dem sehr beeindruckend, der ist ja auch Filmregisseur. Ja, genau. Und das fand ich sehr, sehr gut. Der hat einiges erzählen können und auch mal eine andere Perspektive geben können. Und gebe ich einfach mal weiter an unseren Special Effects Mann Moritz. Ja, also ich freue mich auch, dieses Jahr mit dabei zu sein. Der heutige Tag war ziemlich anstrengend, weil wir insgesamt, glaube ich, so 6 Stunden entweder im Bus oder im Zügen waren. Und ja, ich freue mich auf morgen, auf die Preisverleihung und hoffe, dass wir gewinnen. Ja, also damit können wir eigentlich auch sagen, wir sehen uns dann morgen, wie wir die Kiste gewinnen, würde ich sagen, ne? So Leute, die beiden. Moin, zweiter Tag in Aurich.
Genau, ja, und genau. Heute ist die Preisverleihung und wir sind schon alle jetzt gerade ganz gespannt. Mega aufgeregt, ja. Wir haben extra alle dieselben T-Shirts an. Tatsächlich, wie ihr bestimmt seht. Und ja, mal gucken, was es wird, ne? Ja. Ciao. Die Jubiläumspreisverleihung zur 10. Niedersachsen. Filmklappe gratuliert Erich Hettrick und seinem gesamten Filmteam zum Gewinn der Niedersachsen Filmklappe in der Kategorie 8 bis 10. Das wäre der Vlog zu Aurich zur Filmklappe 2018, geschnitten von Moritz. Danke erst einmal dafür. Und ich möchte auch nochmal an alle Danke sagen, die bei dem Projekt Grauwelt in irgendeiner Weise mitgewirkt haben. Obwohl wir es jetzt nicht geschafft haben, haben wir ja doch was richtig Gutes auf die Beine gestellt, was Schönes auf die Beine gestellt. Und deswegen an alle, die bei diesem Projekt dabei waren, danke. Und an alle, die jetzt auch immer noch im Team dabei sind, danke. Es sieht weiterhin gut aus. Und wir haben uns ja jetzt auch, wenn man es so sieht, auf eine andere Weise entwickelt. Wir haben uns professioneller entwickelt. Wir haben uns meiner Meinung nach schöner entwickelt. Also deswegen ist auch dieser Misserfolg, in Anführungszeichen Misserfolg, für uns eigentlich nur eine Bestätigung, dass wir weitermachen, so wie wir aktuell weitermachen, denn so dieser Bereich Filmklappe ist nicht mehr so ganz unser Ding. Ich denke, wir sind da schon ein bisschen so drüber hinaus, haben uns natürlich jetzt auch nicht nur auf Kurzfilme spezialisiert. Trotzdem, das heißt, das war's von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sind zuversichtlich für die Zukunft. Bis dahin, bis dann, Leute. Ciao.